So, was haben wir denn? Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Die Küche lebt in der Küche lebt bösartiger Schleim. Wissen Sie eigentlich, dass in einem Topf in der Küche bösartiger Schleim lebt? Ja, hab mir heute Morgen eine Wurst geklaut. Und das beunruhigt Sie gar nicht? Na ja, leben und leben lassen, sag ich immer. Solange er nicht ans Bier will. Ja, wunderbar. Die Ratte hat was? Die Ratte hat ausgespielt. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Ja, der kippt dich die Pampe auch direkt an die Stirn. Das ist ja schön. So, wir haben jetzt Müll und ein Netz dabei und eine Kaffeekanne. Ja, schön. Das heißt, mit dem Schleim können wir jetzt nichts anfangen, oder wie ist das? Na gut, dann können wir jetzt eigentlich nach draußen gehen, ne? Hier haben wir ja alles gemacht. So, das heißt Feierabend. Endlich wieder Feierabend. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Das wollen wir doch mal sehen. Und es ist ziemlich kalt hier draußen. Hey du, Junge! Du musst mich hier herausholen! Schnell! Bitte! Ich bin entführt worden! Eine Elfe hat mich befreit! Sie wollen... So glaube mir doch! Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann! Hör zu, Junge! Es ist zu spät! Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel! Bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels! Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa, der hat für die Allianz gekämpft. Ein Ring, sieh zu. Hallo Ring, na? Der Ring, der Ring. Nicht nur ein Ring, es ist der Ring. Wahnsinn. So, ist ja schön. Also dafür, dass, ich sag mal, der Plan, dass er da irgendwo, dass der Fallende, dass der Gremlin irgendwo sanft landet, hat nicht so ganz funktioniert. Trotzdem hat er überlebt und war ziemlich fit, würde ich mal behaupten. Wir können theoretisch wieder zur Zwergenbastion hin. Sieht alles sehr zwergig aus, so typisch halt. Wir können aber auch zum Eingang des Gnomenhauses gehen. Oder betrachte die aufgespannte Plane. Plane, Zwergenstatue, ach. Zwergenstatue, wunderbar. Er latscht jetzt ziemlich langsam hin. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Ja, aber ich meine, ist ja... Logischerweise ist das natürlich ein Wahnsinnszufall, dass er jetzt genau der Auserwählte ist, der einen Ring irgendwohin zu den Menschen bringen soll und damit der Krieg entschieden wird und so. Die Statue ist anscheinend noch nicht ganz fertig. Sie sieht aber schon deutlich besser als die andere aus. Weiß er da noch mehr zu? Nee, es ist alles gesagt. Kann er auch laufen? Nee, kann er nicht. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Ja, im Moment ist hier... Achso, die Planen müssen was aushalten. Nimm die aufgespannte Plane vom Gerüst. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Ja, was willst du auch mit Plane? Betrachte die Rolle. Was für eine Rolle? Eine zusammengerollte Plane.
Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Was soll ich denn mit Plane eigentlich? Nimm die aufgerollte Plane mit. Natürlich. Ja, so ein riesiges Stück Plane einfach mal mitnehmen. Betrachte den Eingang des Gnomenhauts. Oder ich will jetzt mal gucken. Hier kann man auch noch zur Seite gehen, das weiß ich noch. Allerdings ist er recht gemütlich dabei. Ich kann unmöglich bis nach Seefels laufen. Das sind mehrere Tagesmärsche durch die Berge. Ja, ich finde es auch immer sehr schön, dass hier rein und raus gezoomt wird bei Gesprächen oder halt jetzt, wenn man irgendwie einen Überblick haben muss. Sehr schön gemacht. Bastion? Betrachten? Bitte? Oh, Eiszapfen. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Na, ist ja auch Arbeit, ne, das Ganze. Ursprünglich sollten einige hundert Zwerge hier leben und das Bergreich nach Norden verteidigen. Jetzt gibt es hier nur noch den Kellermeister und meine Familie. Ja, und sein Haus ist hier unten, aber der geht mit Leichen. Hier sind noch Eiszapfen. Natürlich ist es hier in den Bergen das ganze Jahr ziemlich frisch. Aber dieses Jahr hat der Winter besonders früh zugeschlagen. Kannst du die mitnehmen? Ohne, dass sie schmelzen? Hat funktioniert. Ich hab einen. Okay. Ja, ist ja schön. So, betrachte den Eingang zum Domhaus. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Man kann auch direkt erkennen, also technisch, ich meine, Gnome sind ja dafür bekannt, dass die recht technisch ausgeklügelte Sachen schaffen können. Scheinbar hat es auch zu Funk und Satellitenzeug gereicht. So, betritt den Gnomenbau. Wollen wir nochmal schauen, was wir denn jetzt eigentlich zu tun haben. Wir müssen ja den Ring zu den Menschen bringen. Aber wie? Ich meine, wir können ja nicht zu Fuß hier weg, hat er ja gerade schon gesagt. Wir haben ein paar Sachen, die wir kombinieren können. Wir haben bestimmt hier irgendwo noch eine Erfindung stehen, die... das wird bestimmt so nicht popeln, Wilbur. Betrachte die seltsame Kugel. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Aber ich habe zugesehen. Also er ist auch nicht so der Techniker vom Dienst. Er möchte lieber Magie lernen, Magier werden, Held werden, heldenhafte Taten vollbringen. Haben wir ja eben schon in der Bastion gehört, im Gespräch mit dem Kellermeister. Deswegen allzu viel technisches Krempelei-Gedöns dürfen wir von ihm nicht popeln. Das macht man nicht. Bäh. So. Ja, wir müssen also einen Weg finden, wie wir zu den Menschen kommen. Nimm den mechanischen Flugfisch. Ihr könnt ja mal schreiben, überall, wo ihr irgendwelche Anspielungen seht, irgendwelche Stimmen kennt, irgendwelche Sachen entdeckt, die auf andere Spiele, Filme, Geschichten anspielen, einfach in die Kommentare schreiben. Da war eben gerade schon wieder was. So, nimm den mechanischen Flugfisch, wenn es denn funktioniert. Oh. Ja. Ah. Sieht doch schon besser aus. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. So, was haben wir jetzt davon? Flugfisch? Da komme ich nicht dran. Aber ist auch toll, er aktiviert ihn erst und sagt dann, er kommt nicht mehr ran. Wobei, der ist ja weggerollt, von daher geht das schon. Da komme ich nicht dran. So, was haben wir hier denn noch? Wir haben noch eine ganze Menge Zeugs hier. Hier ist ein Stuhl. Ein Stuhl. Ja, das ist schön. Betrachte den Stuhl. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Betrachte den Stuhl. Wie ich schon sagte, ein Stuhl zum Sitzen. Was ist das für ein Stuhl? Es ist immer noch ein Stuhl. Ach so. Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Das glaubst du. Es ist ein Stuhl. Wirklich? Ich glaub nicht. Okay, in Ordnung. Es ist ein Pferd. Siehste. Ein schönes, großes, weißes Pferd. Na, ein geht noch. Was soll denn das? Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Ich antworte einfach nicht mehr. Ja, mach das. Der Stuhl. Natürlich. Er ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht. Ach, das ist so ein schöner Stuhl. Ein Stuhl. Ah. Dieser Stuhl ist völlig Okay, da wiederholt sich das. Eine Sache, die mir noch in Erinnerung blieb, man konnte hier ihn ein bisschen ärgern. So, hier, was haben wir noch? Blumentopf. Ein Blumentopf mit Blumenerde? Ja. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte.
Das ist doch gut. Können wir selber was reinhauen. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Vielleicht können wir da ja einen Eistapfen einpflanzen. Dann wird da draußen ein Eisklotz oder so. Oder aus dem Ring wird ein ganzer Ringbaum. Chemie-Experimente. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Ach so. Ja, wenn es weiter nichts ist. Pflanze. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem grünen Zeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Und dann werden da Eisblumen draus, oder wie? Blumentopf haben wir schon gemacht. Hebel, wir können, geh nach unten, können wir machen. Apparat an der Wand. Da komme ich nicht dran. Du sollst auch nicht, achso. Du sollst auch hier zum Apparat, ne? Die mit eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Das ist eine Wahnsinnserfindung. Betrachte Bild an der Wand. Das ist meine Familie. Oh. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau. Und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik. Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber naja, bisher fehlte mir der Mut. Oh, aber scheint ja eine ganz normale Familie zu sein, wie wir sie alle haben, ne? So, wunderbar. Einmal betrachten hier Metalltor. Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Ja, wunderbar. Betrachte die Hebel. Das ist die Steuerung von unserer Wohnraumoptimierungseinheit. Mein Vater hat sie erfunden. Und wie funktioniert die? Benutze den Hebel, den Schlafzimmerhebel, Hebel für Maggies Zimmer, Hebel fürs Gnomenzimmer, Küchenhebel. Was hätten wir denn gerne? Ich mache mal hier einfach Schlafzimmerhebel. Ja, ist ja gut, ich mache ja schon was. Das ist der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann ihn nicht benutzen, solange sie nicht da sind. Warum nicht? Ist doch wichtig. Das ist der Hebel fürs Zimmer meiner kleinen Schwester. Den fasse ich nicht an. Sie konstruiert Kampfroboter und hat durchblicken lassen, dass sie ihre Privatsphäre zu schützen versteht. Okay. Benutze den Hebel fürs Gnomenzimmer. Ah, das funktioniert. Das ist mein schönes Zimmer. Ach so. Küchenhebel, funktioniert der? Ja. Ja. Ah, eine Küche. Unsere Küche. Ja, erstmal hier die Küche durchforsten. Was haben wir hier? Getreidemühle. Unsere Getreidemühle. Mutter achtet sehr auf unsere gesunde Ernährung. Wir werden alle einmal groß und stark werden. Verhältnismäßig. So. Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Ja, nimm mit. Wunderbar. Haben wir direkt ein bisschen Gerste dabei. Wenn es denn Gerste ist, man weiß es nicht genau. Küchenschrank. Und da drin ist eine Fiole. Eine hellblau leuchtende Flüssigkeit. Sieht irgendwie ungesund aus. Ja, ist egal. Nimm mit. Auf meine Mama ungesund ist. Hat Superdünger draufgeschrieben. Wahrscheinlich eines ihrer Genetikexperimente. Na, wenn es Superdünger ist. Wir haben Samen und Superdünger und einen Blumentopf. Was kann man wohl damit machen? Wir haben einen Messerblock. Mama hat die Messer vorsorglich versteckt. Seit Opas Messerwerfertraining letztes Jahr traut sie uns nicht mehr. Zu Recht. Aber immerhin eine Schere ist da drin. Superdünger, Schere. Und die blaue Flasche? Meister Merlins antibakterieller Küchenreiniger. Und der Schmutz ist wie weggezaubert. Wenn ich doch auch nur zaubern könnte wie Merlin. Oder ein anderer Haushaltsreiniger. Ja, ich sag ja, sehr lustiger Humor. Mir gefällt's.